Hallo, mein Name ist Felix Reinicke und ich bin der Leiter des Bauamts in Macheck und auch für die Generalsanierung des Schlosses Macheck zuständig, vor dem wir heute stehen. Ich habe von euch ganz viele Fragen über Facebook bekommen, die sich alle in diesem Helm befinden. Ich würde sie jetzt der Reihe nach ziehen und euch die Fragen beantworten. Warum wird das Schloss nicht gelb gestrichen? Das schauen wir uns am besten vor Ort an. Der jetzige Gelbton der Fassade, den man hier teilweise noch unter den Fenstern sieht, stammt aus der Zeit 1920er bis 1950er Jahre. Hinter mir sieht man aber auch noch erheblich ältere Fassadenteile. Hier zum Beispiel, Großteil haben wir jetzt die barocke Fassadengliederung, die spätbarocke eigentlich. Hier drüben sieht man die frühbarocke Gliederung. Auch die Jahrhunderte davor, wie man eben hier sieht, hat die Fassade einen sehr hellen, Farbton gehabt, einen gebrochenen Weißton bzw. einen Grauton. Und deswegen wurde eben mit dem Denkmalamt als neuer, alter Farbton der warme Grauton festgelegt. Welche Maßnahmen werden getroffen, damit das Schloss auch nach der Restaurierung noch historisch akkurat ist? Wir entfernen die fehlerhaften, nachträglichen Einbauten größtenteils aus den 50er Jahren und arbeiten auch größtenteils wieder mit den historischen Techniken, wie zum Beispiel Kalkputzen, die in diesem Fall auch eine erheblich längere Haltbarkeit gewährleisten als moderne Baustoffe, weil wir im historischen System arbeiten und können damit gewährleisten, dass auch lange nach der Landesausstellung für die nächsten Jahrzehnte das Schloss wieder in einem ordentlichen Zustand verbleibt.